Und herzlich willkommen zu Polizei Patrol Officer Simulator. Wir zocken heute mit Streifenwagen in Conway. Also, wem das nichts sagt, Leute. Hier, mit dem Stadium. Das, was wir letztes Mal neu freigeschaltet haben. Als Streifenpolizist ist man immer im Dienst. Halt denn. Naja, ist egal. So, ich hab mir gedacht, gut, heute sind wir auf Streife mit meinem guten alten Streifenmobil. Und ich werde mal ein bisschen Jassi hier, damit wir auch zu weit Potter kommen hier, ne? Hierzu irgendwie, damit wir auch mal los können. Und Blinker setzen, Logi. Und los, jeder. Ab jeder, der Peter. So. Mal sehen, was wir heute so haben. Jetzt ist das Stadion. Aber wir haben unsere Polizeiwache direkt daneben. Crazy Stupid Love. Aber was ist mit dem? Dieses Fahrzeug hat keinen Blinker gesetzt. Ist jetzt nicht so schlimm. Danach reden wir nicht. Oha, der sieht aber übel aus. Unser Officer. Er ist grün, Junge! Gib Gas, Mann! Alter Schwede. Fahr doch mal! Warum haben die hier keine Einsätze oder was? Ist denn das? Letztens konnten wir uns noch, nicht vor Einsätzen retten. Da waren wir der einzige, gefühlt einzigste Streifenkopf hier. Ihre Schicht ist bereits seit einer Weile um, Officer. Kehren Sie umgehend zur Wache zurück. Hä? Was denn jetzt los? Meine Schicht ist doch nicht um. Was erzählt denn denn Dreck? Verstehe ich gar nicht. Ich kann Ihnen das erzählen. Seit einer Weile um, Officer. Was ist denn mit der los? Alter. Performance bei dem Spiel lässt aber was von Wünschen übrig. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ruckel und gezuckel und so, Alter. Dabei ist meine Grafikkarte überhaupt nicht beansprucht. Die schlummert hier bei 49 Grad. Ich spinne. Ich hier Performance-Probleme, das Ding. Aber was ist denn jetzt hier? Hey, the fuck ist meine Schicht zu Ende? Ich hab gerade erst angefangen. Vielleicht brauche ich einen Tag Urlaub? Überspringen. Ich habe natürlich keine Punkte gekriegt mit dem Dreck. Details ausblenden. Die Scheiße hier weg, ey. So, warte mal. Wir machen mal einen Tag Urlaub, ne? Hopp. So. Bright. Hä, was soll denn das? Ich will hier in Conway. Was habe ich denn da ganz bright noch? Warum ist das hier eigentlich rot? Kann mir das einer erklären? Nee. Nicht wählen. Wie sieht denn dieses Auswählen nicht, verdammt nochmal? Brighton. Du bist jetzt hier. Brighton. Schicht wählen. Wo sind wir jetzt, Alter? Wo sind wir? Kann doch... Wieso kann ich... Hier. Callahan. Und... Wir gehen da jetzt auf Streife. So, Schichtbeginn 30 Minuten und Abfahrt. Schreibtisch verlassen. Los geht es, Alter. Ich hab zu tun. Wir hatten in den letzten Tagen unzählige Anrufe wegen der Parksituation. Halten Sie die Augen offen, ja? Verstanden. Verstanden. Oh, na gut, dann ist wenigstens weniger los, wenn es dunkel ist. Ja, klar. Gib Gas, Junge! Mann, ey! Kloppi, ey. Aber dieses Fahrzeug hat ja einen Blinker, das wäre.
der Taxi, ja? Sind Officer verfügbar, um eine verhaftete Person zum nächsten Revier zu transportieren? Ich mach das. Kann ich auch schön ohne Sirene losjackeln, den holen wir da ordentlich ab und dann ist gut. Ja, da brauche ich natürlich auch nicht auf rote Ampeln achten, weil ein Gefangenentransport ist ultra wichtig. Na, scheiß drauf. Oh, wo ist er? Was steht da? Guck mal. Hier bin ich. Hier ist der Verhaftete. Sei vorsichtig. Lass mich doch erstmal aussteigen, bevor du mich anquatscht, Junge. Wir brauchen einen Officer für eine Verkehrskontrolle. Können Sie das übernehmen? Ich kümmere mich gerade um etwas anderes. Oh. Bitte kooperieren Sie. Ich werde Sie zum Polizeifahrzeug bringen. Pass auf deine Birne auf. Steigen Sie bitte in den Wagen. Pass auf deinen Kopf auf, Mann. Kick nicht so blöde. Ich hab die Straftat nicht begangen. Egal, was das war. Oh. Gut, okay. Können wir hier irgendwie auch den Wegpunkt setzen? Wegpunkt? Ja. Da muss ja... Obwohl, wir können eigentlich den Wegpunkt... Ja, nicht logisch. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, genau, was Sie sagen, kann und wird vom Gericht gegen Sie verwendet. Richtig. Sie haben das Recht auf einen kompetenten und unabhängigen Rechtsbeistand. Sollten Sie sich keinen leisten können, stellt Ihnen das Gericht einen Rechtsbeistand zur Verfügung. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Ja, hat er erstmal ein Schleudertrauma. Polizeigarage. Die Polizeigarage ist nur im Fahrzeug zugänglich. Fahre hierzu nah an das Garagentor heran. In der Garage können Officer das Kofferrauminventar des Fahrzeugs verwalten oder die verfügbaren Fahrzeuge ändern. Hier Einsatzzentrale, wir haben einen Notfall. Ist ein Officer verfügbar? Bitte melden. Unterwegs. Ja, dauert zwar ein bisschen, weil ich ja hier den Ombre noch abführen muss. Sie kommen jetzt in die Zelle. Der hat sich die Arme gebrochen. Ah, ja, scheiße. Gut, passiert halt, ne? Oh, ne, ist wieder richtig. Können wir ein bisschen hinne machen, Kollege? Ich meine, das ist ein schwerer Unfall und wenn ich mir jetzt hier noch Zeit lasse mit dir, ist das problematisch, weil ich bin Utah Detective. Bleiben Sie vorerst. Bleiben Sie vorerst? Okay, ja, gut. Bleibt die noch an und übrig, ne? Mann, schneid ihn ab da! Mein Gott, ey. Los jetzt aber. Ich nehme jetzt hier den Streifenwagen von dem tauben Ronnie oder wieder, wer auch immer. Was ist los? Ey, hört doch auf, das kann man sich doch nicht ausdenken. Mach Platz da! Polizei! Hat niemand gesehen. Ich bin vor Ort. Ich kümmere mich um den Unfall. Denk dran, hat keiner gesehen den Zwischenfall da gerade. So, ich quatsch dir erstmal an hier, hallo. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Alkohol. Alles klar. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Restalkohol.
Rest sei gut. Aber sie hat wieder mal so viel. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Lass mich in Ruhe. Halt mal, Shop. Zeigen Sie mir Ihren Personalausweis und Ihre Fahrzeugversicherung, bitte. Natürlich, Officer. Bitteschön. Gut. Oh. Die Person scheint nervös zu sein. Ich muss Sie durchsuchen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. Besser ist, ich durchsuche die lieber. Ist vielleicht Drogenkurier. Mayo Huna. Und ein Nagelknipser. Also, was ist erlaubt? Was ist erlaubt? Das ist ja das Problem. So. Zum Beispiel geweitete Pupillen, Geruch von Alkohol oder Cannabis, gerötete Augen. Ja, das ist ja, Verstoß, Fahrer. Nee, Fahrzeug fahren. Ich kann gar nicht. Hä? Wegen der Beteiligung an einem Verbrechen mit Bezug auf. Hä? Hintergrunddokumente, illegale Waffen verflüchten. Okay, was haben wir denn hier noch eigentlich? Warte mal. Anstellen? Wegen Tatort? Tatort einer Person wegen der Beteiligung an einem Verbrechen, das von anderen Menschen bezeugt werden kann. Okay. Gut, Entschuldigung, Officer. Können Sie mir helfen? Keine Zeit, Mann. Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich verstehe nicht, was passiert ist, hallo, Officer. Können Sie mir bitte weiterhelfen? Alter, dein Maul da hinten, Mann. Zeigen Sie mir bitte Ihren Führerschein und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Ja, natürlich, Officer. Entschuldigen Sie. Ja, der soll abhauen. So, 24. Versicherung ist auch noch gültig. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Er hat nicht verstanden, was hier los ist, also ist er besoffen. Alkohol im Blut. Wieder mal. Ich werde einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Der Bericht ist ausreichend. Hallo, Officer. Können Sie mir bitte helfen? Hau ab! Bitte Ihren Personalausweis. Jetzt habe ich nochmal gefragt, weil der mich die ganze Zeit ansöhnt. Bitte schön, Officer. Ja, ich will das nicht haben. Hallo, Officer. Können Sie mir bitte helfen? Hau ab, Alter. Jetzt hier Fotos. Alles im Arsch hier, Junge. Was hast du denn gemacht? Was ist hier denn mit den Spuren? Der Bericht ist ausführlich, das entscheide ich. Du bist hier voll ins Schleudern gekommen. Die Alte. Ist ja ja nicht. Kann man sie ja nicht ausmalen. So, ich verstehe nicht ganz, dieser Besitz. Kann ich die einbuchten? Betäubungsmittel? Verhaftet eine Person wegen des Fahrens? Nee. Im Besitz. Ah! Nimm eine Person fest, die zu viel Cannabis mit sich führt. Die gesetzlich erlaubte Höchstgrenze liegt bei 28 Gramm. Die hat nur 7. Verdammte Scheiße. Ja, dann kriegst du ja dann. Okay, hier ist die Unfallbericht. Danke, Officer. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Schade. Sie vorsichtig. Die eingebuchtet. Hier, Ihr Unfallbericht. Okay, danke, Officer. Na, Logo, Alter. Das war's. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Ich kümmere mich noch um Ihr Auto. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt wird. Schick bitte den Abschlepper. Hey! Ein Abschlepper wurde bereits an Ihren Standort geschickt. Wenigstens haben die mal so einen Unfall gebaut, dass sie aus dem Weg geflogen sind. Also alle kommen noch vorbei. Niemand hat hier Probleme. Wo ist denn der Abschlepper?
Hallo? Ja, noch ein Abschlepper. Da kommt er. Da kommt er. Was bloß auf Seite der. Wunderbar. Ja, weil du wieder den Abschlepper überholen willst, ne? Nur weil du wieder. Hey! Hallo, Bürger! Hallo, Bürger! Rechtschaffender Bürger, sei gegrüßt! Du verursachst Stau, mach mal ein bisschen hin, ne? Wunderbar. Ja, ja. Ah, ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt wird. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. Na, ich brauche einen Abschlepper für meine Karre, ne? Mein Gott, ne. Scheiße nicht. Ich hätte da noch fotografieren sollen, ne? Das lag noch ein Spiegel. Sieht aus, ey. Boah. Oh ne. Wir brauchen einen Officer, um eine verhaftete Person zu transportieren. Ist jemand verfügbar? Ich mach da direkt alles an. Alles gut. Wo ist denn der? Boah, ich muss hier lang. Nase jucken, ja. Ah, in der Ecke. Ich bin Officer, ich darf das. Hallo Partner, ich habe heute Fußstreifendienst. Ich überlasse dir also die verhaftete Person. Danke für die Unterstützung. Ich werde mir aber auch dafür die Lorbeeren einheimsen, das ist hier klar, wa? Ich werde sie zum Streifenwagen bringen. Ja, lass mal rein hier. Da werde ich mir alle deine. Bitte kooperieren Sie und steigen Sie in den Wagen. Komm. Ich hoffe, die haben in der Zeit den anderen repariert. Und dann kann ich wieder tauschen. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen kompetenten und unabhängigen Rechtsbeistand, den Sie selbst wählen. Sollten Sie sich keinen leisten können, stellt Ihnen das Gericht einen Rechtsbeistand zur Verfügung. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Ja. Ach ja, gut. Aufklärung einer Situation erforderlich. Ist jemand einsatzbereit? Nee. Nimm einen leichten Unfall. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich hab doch hier schon eh einen Auftrag in der Schleife. Ich kann ja nicht jetzt. Was soll ich machen? Hier ist 4561. Ich kümmere mich um den Unfall. Geht dir alles grüßen. Ich hab Fahrtraining. Das ist easy. So was trainieren wir da nur. Wir haben eine verhaftete Person, die zum nächsten Revier transportiert werden muss. Ist hab ich schon. Zeit verfügbar? Hab ihr schon, ey. So. Ich meine, die Garage, ne? Hier könnte ich eigentlich reinfahren. Oh, komm mal raus hier. Ich bringe Sie nun in die Zelle in unserer Polizeidienststelle. Alles im Arsch hier da in meinem Auto. Tisch und Kack, dann nehme ich doch lieber den hier wieder. Mann, was hat die bloß wieder für Scheiße hier gemacht? Das ist das dritte Mal, dass die im Kittchen landet hier. Erst letzte Woche Donnerstag war sie drin. Mensch, und heute ist Sonntag. Da ist sie wieder da. Guck mal. Mit wem redet denn der da? Bleiben Sie hier. Ja, wo soll sie denn auch hingehen? Ja, ganz ehrlich, cleverster Officer ever, oder was? Oh ja, mach mal die Handschänder lose. So, zack. Viel Spaß. Ich werde Pluspunkte gekriegt, sehr schön. Wir haben einen Notfall, dringend Antwort erbeten. Bin unterwegs. Ich bin unterwegs, sagt er, ich sah. Ich nehme jetzt den hier. Ja. Der ist noch ein bisschen
ganz. Im Gegensatz zu dem anderen. War unfassbar, dass sie einfach an der Seite weiterballern, obwohl ich mit Sirene an ihr rauskomme. Das ist den Scheiß hier halt. Ich bin am Unfallort eingetroffen. Uha. Mann, Alter. Alter, wir haben ja hier einen Monsterunfall gehabt. Die ist ja bis darüber geschossen. Na ja, dann erstmal Fragen stellen. Nee, ich hab gesagt, erstmal Fragen stellen. Was ist passiert? Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Diese Person ist zu schnell gefahren, Officer. Sie müssen sie festnehmen. Okay. In Ordnung. Kopfhörer? Ich werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Ich messe nur kurz an Ihrer Stirn. Einen Augenblick. Gut, Sie haben keinen Alkohol, also... Mal kicken, was der andere da sagt. Zeigen Sie mir bitte Ihren Führerschein und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Ja, natürlich, Officer. Okay. Okay. Alle gut? Wir fragen erstmal ihn da hinten. So, Keule, was ist mit dir hier mit deinen Kopfhörer? So fährt man aber nicht. Was haben Sie gesehen? Ich hatte es sehr eilig und war zu schnell. Ich entschuldige mich, Officer. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich teste, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Was? Huste Rinder. Ich dachte gerade, die fährt jetzt da rein. Würden Sie mir bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein zeigen? Okay, Officer. Bitteschön. Kann ich den verhaften jetzt eigentlich? So, Suff ist, wie sieht denn das aus? 0,08 war und er hatte 0,4 irgendwas. So, wenn ich jetzt sage, Hintergrund, warte mal, Tatort. Ihre Körperverletzung, Raub, Brieftasche, Hintergrund. In der Führerschein gestohlenes Fahrzeug, offener Haftbefehl, gefälschte Versicherung. Okay, was ist denn da noch alles los, ey? Strafen, Fahren. Mache ich jetzt erstmal Fotos. Genau. Übel. Und wo kommen denn die Streifen jetzt hier? Mein Gott. Hier. Müsste doch viel mehr sein bei dem. Der ist doch voll im Arsch. Dann die Haube ist ja. Die ist ja nicht mehr vorhanden. Was ist eigentlich mit ihm hier, Alter? Er parkt hier einfach mal so auf dem Bürgersteig. Wer hat denn da jetzt was weggeschmissen? Ist doch gar nicht, Alter. Hier ist nichts mehr, ne? Na gut. Geben wir dem mal den Bericht. Okay. Hier ist Ihr Unfallbericht. Danke, Officer. Das war's. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. Das verstehe ich nicht ganz. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Normalerweise... Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Klar. Wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. Normalerweise müsste ich doch irgendwie... Wollte er zu schnell gefahren? Das müsste ich ihm doch irgendwas geben, oder? Hier, Ihr Unfallbericht. Genau, komm okay. Auf Augenhöhe. Danke, Officer. Okay, und... Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Ein Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen eintreffen. Officer, ich darf. Fahren. Ey! Wir fahren hier einfach mal an der Grenze da lang. Mal sehen, was noch kommt, ne?
Arschkater, wa, Junge? Du hast richtig die Arschkarte, Junge. Und dann auch noch bei mir. Ich habe Sie angehalten, weil Sie über Rot gefahren sind. Das stimmt, Officer. Tut mir leid. Ich möchte Ihren Führerschein und Ihre Kfz-Versicherung sehen, bitte. Ja, Officer. Ist sie da gerade bei mir hinten reingeballert? Sie bekommen einen Strafzettel und ein Bußgeld zwischen 120 und 250 Dollar wegen Überfahrens einer roten Ampel. So viel für so eine kleine Sache? Das ist keine kleine Sache, Mann! In Ordnung, Sie können dann gehen. Schönen Tag noch. Rote Ampel ist keine kleine Sache! Jetzt will ich wissen, was sie dazu sagt. Was haben Sie gesehen? Dieser Fahrer scheint betrunken zu sein, Officer. Das sollten Sie sich anschauen. Du bist mir reingefahren! Bitte kooperieren Sie friedlich. Der ist auf jeden Fall besoffen, aber so was von. Oh, sie hat gar nichts. Und trotzdem ist sie mir reingefahren. Ich werde einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Wir haben eine Verkehrskontrolle, dafür brauchen wir noch jemanden. Ich kümmere mich um eine andere Angelegenheit. Bitte Ihren Personalausweis und Ihren Versicherungsschein. Bitte schön, Officer. Hey, alles gültig. Die hat ja nicht mal, obwohl die mir reingekarrelt ist. So, Kollege, was ist mit dir? Mit deiner Karre. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich bin wohl nicht wirklich gut gefahren. Tut mir leid. Du stinkst aus dem Maul nach alles Suff. Klar. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Du sollst das Ding nicht fressen. Alter, 15. Ich möchte gerne Ihren Personalausweis und Ihre Versicherung sehen. Der kommt ins Kittchen. Natürlich, Officer. Bitteschön. Richtig, Officer. Alles gültig. Warte, Handschellen. Ich verhafte Sie wegen Trunkenheit am Steuer. Bitte kooperieren Sie. Bitte, nein! Bitte, nein! Es war nur ein Drink. Einer. Von vielen. Ja, damit haben sie ja auch mein Fahrzeug zerstört. Unterstützung angefordert, sind Officer verfügbar? Nein. Ich hab zu tun. Hier ist 4561. Ich sehe mir den Unfall an. Schön, dass du auch mal was machst. Oh. Okay. Alles klar. Hier ist Ihr Unfallbericht. Alles klar. Danke, Officer. Tschö. Alles klar. Sie dürfen jetzt gehen. Fahren Sie vorsichtig. Alles klar. Dafür, dass Sie mir ins Auto reingefahren. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Bitte kooperieren. Ich werde Sie zum Polizeifahrzeug bringen. Na gut, dass ich die jetzt wenigstens mitnehmen kann. Gleich ist nämlich mein Schichtende. Dann kann ich den nämlich schön. Bitte kooperieren Sie und steigen Sie in den Wagen. Ich kümmere mich gerade um ein anderes Problem. Dann kann ich den nämlich gleich mitnehmen. Das ist nämlich ganz schick. Jetzt warten wir noch auf den Abschlepper. Da hinten kommt er auch nämlich schon. Schön. Fahren in den Abschlepperin, Kollege. Ein Ding mit hier. Die Fotos hier eigentlich auch immer. Ja. Den Bericht hätte jetzt eh keiner mehr haben können, aber gut. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Da hinten ist er ja schon, ich sehe ihn doch.
Situation erforderlich. Ist jemand einsatzbereit? Ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt. Er hat mein Auto nur so zerstört. Ja, guck mal, der Abschlepper ist so freundlich und lässt den rennen. Gut, wunderbar, da haben wir das auch erledigt. Das ist doch gut. Tag. Ist eine Einheit verfügbar, um eine verhaftete Person zu... Ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt. Ich hab doch schon einen Gefangenen. Da hinten ist schon wieder ein Unfall passiert. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vom Gericht gegen Sie verwendet. Sie haben das Recht auf einen kompetenten und unabhängigen Rechtsbeistand gegen Sie selbst. Sollten Sie sich keinen leisten können, stellt Ihnen das Gericht einen Rechtsbeistand zur Verfügung. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Hey, Schnellreparatur! Wird die festgenommene Person zuerst unsere... So, warte, Garage betreten? Ist ja geil. Werden wir uns gleich mal ankicken. Erst den Gefangenen weg und dann werde ich das Ding schnell reparieren. Und dann werde ich mal die Garage betreten. Das will ich nämlich auch mal sehen. Gleich aus, Alter. Ich bringe sie nun in die Zelle in unserer Polizeidienststelle. Naja, eine andere Zelle wäre auch kacke. Direkt vorm Revier so scheiße parken. Ja, das ist ja gut. Na ja, was soll's. Drei Leute habe ich schon ins Kittchen hier gesteckt, ja? Drei Leute. Der quatscht immer noch mit der Wand. Sie auch. Bleiben Sie hier. Und er jetzt auch. Hack, Rinder. Das mit dem Taser am Anfang, das vergessen wir ganz schnell, ja? Das war nämlich ein Ausrutscher. Die Pistole war auf einmal in meiner Hand. Und ja, dann führte eins zum anderen. Wir haben eine Verkehrskontrolle, die besetzt werden muss. Nein. Ich schaffe es wohl rechtzeitig zum Ziel. Ups. Hab mich in der hier geblitzt oder was? So, Schnellreparatur, mal kicken. Oha. Oh, er bleibt stehen, ja. Sehr schön, ja, wunderbar. Aber ich will trotzdem die Garage mal betreten. Fährt er rückwärts rein? Tatsache, er fährt rückwärts rein. Zack, er bleibt stehen, weil die Garage nicht weitergeht. Das war's. So, Cruiser. Aha. Oha. Was gibt's denn hier? Ein Dodge Charger? Ein Smart? Leer. Fahrzeug wurde... Was? Fahrzeug wurde noch nicht freigeschaltet. Wenn du dieses Auswahl beibehältst, bleibt der Abstellplatz leer, bis du mehr Dienststerne... Okay, gut. Das brauche ich hier mit dem DLC. Okay, die sind jetzt alle repariert. Cool, Garage verlassen. Ist ja geil. Kuppel ist C3. Wir haben hier einen Notfall. Wer ist gerade verfügbar? Na, ich nicht mehr. Und meine Schicht letzten Endes. Ich wollte überhaupt nicht in die Garage. Ihre Schicht ist um, Officer. Kofferraum. Hier ist 4561. Ich übernehme den Unfall. Boat Flares. Traffic Barriers. Ah, okay, gut. Sehr schön. So, jetzt können wir die Garage verlassen. Ich will umparken. Meine Schicht ist nämlich um, Officer. Ist ja geil. Also kann man die auch reparieren? Das habe ich vorher nicht gewusst. Und man kann sie noch befüllen. Auch mal gut zu wissen. Na, renn mal ein bisschen, Junge. Du hast Schichtende. Was denn jetzt los? Junge, Junge, Junge. Wo bin ich denn hier? Vorne gleich? Ja. Officer Frank Miller heute wieder eine Arbeit geleistet. Bin so stolz auf den.
So, das mit dem Tasern wird mir, glaube ich, übel genommen. Warte, Fußgänger, so. Unrechtmäßige Elektroschockpistole entladen. Naja, gut, ey. Also, ob die unrechtmäßig war. Das lassen wir mal so im Raum stehen, ne? Also, ich meine, mich an meiner Pflicht zu behindern, jemanden zu helfen oder jemanden abzuführen, die rechtfertigt schon den Einsatz von Elektroschockpistolen, würde ich so im Bericht schreiben. Ja, ganz ehrlich, also da, das würde ich in meinem Bericht schreiben und würde sagen, oh, also Freundchen. So, Melting Pot. So, da haben wir 8 von 10 Sternen. Eigentlich müssten wir hier wieder hin, ne, auswählen. Und wir müssten im Melting Pot halt noch weitermachen. Egal, aber das beim nächsten Mal. Also, ihr wisst, ihr kennt's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch Laune gemacht beim Zugucken. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Und insbesondere hoffe ich natürlich, dass ich euch unterhalten habe. Und ich hoffe ganz stark, dass ihr mich supportet, dass ihr mich weiterempfehlen tut. Und ich hoffe natürlich noch viel mehr, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, haut da rein. Ciao!